Guten Abend, Frau Davis. Good evening. Wir haben eben gerade nach London geschaut, wo der Chefredakteur des Guardian sich verteidigen musste vor dem Innenausschuss des Londoner Parlaments. Was halten Sie von diesem Angriff gegen die Pressefreiheit? Das ist natürlich sehr wichtig, diese Pressefreiheit, und zwar für jede Demokratie. Der Fall von Julian Assange und natürlich auch Bradley Manning in den USA war ein zentrales Thema für die Entwicklung eines Bewusstseins für die Natur des Kriegs gegen den Terror. Bradley Manning, Julian Assange. Für viele sind Bradley Manning und Julian Assange richtige Helden, denn sie haben die Informationen auf den Tisch gelegt, die wir sonst nie erfahren hätten. Darüber sprechen wir gleich noch mehr. Sehen Sie zunächst ein paar Stationen im Leben von Angela Davis. Es ist eine Stimmung in diesem Land wegen Nixon und der herrschenden monopolitischen Wirtschaft, die uns immer mehr und mehr nach rechts führen. Die USA, Anfang der 70er Jahre. Das Land ist verstrickt in Vietnam, innenpolitische Auseinandersetzung, Gewalt. Eine Symbolfigur der Bürgerrechtsbewegung wird Angela Davis. Diese Bilder spalten Amerika. Wurde sie zu Recht verhaftet? Das war geschehen. Im August 1970 stürmt ein 17-Jähriger einen Gerichtssaal im kalifornischen San Rafael, um seinen Bruder zu befreien. 4 Menschen sterben. Die Polizei sucht nach Drahtziehern und setzt Angela Davis auf die Fahndungsliste. Sie war mit einem der Täter befreundet. Doch sie ist unschuldig. Ein politisches Komplott? Angela Davis ist bekennende Kommunistin. Weltweit protestieren Tausende für ihre Freilassung. Wer für Angela Davis ist, tritt für die Rechte politischer Gefangener ein. Angela Davis ist mehr als ein Politsymbol. Sie studierte an der Sorbonne und in Frankfurt bei Adorno und Horkheimer. Sie wurde Dozentin für Philosophie. Doch ihr wurde gekündigt, als ihre Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei bekannt wurde. Solidarität. Als Angela Davis freigelassen wurde, traf sie sich mit Castro. Und danach besuchte sie die DDR. Angela Davis wurde für kurze Zeit zu einem Popstar der Linken. In der DDR malten die Kinder Blumen und forderten die Freilassung von Angela Davis. Nebenbei wurde sie zur Stilikone und bewarb sich um das Amt des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten. Die Zeiten mögen sich geändert haben. Nur Angela Davis blieb sich immer treu. Frau Davis, seit mehr als 40 Jahren waren Sie nicht mehr in Frankfurt. Was hat sich seither verändert? Es hat sich sehr viel verändert. Es sieht eigentlich so aus, als hätte sich alles verändert. Ich war jetzt in den letzten 40 oder mehr Jahren nicht in Frankfurt, aber ich war in Deutschland, einfach mehrmals, auch in Berlin hauptsächlich. Ich habe an verschiedenen Konferenzen und so weiter in Berlin teilgenommen. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt 2 Wochen hier in Frankfurt sein kann, als Gast des Cornelia Goethe-Zentrums für Frauenstudien und als erster Gastprofessor an diesem Zentrum für einen Lehrstuhl, der nach mir benannt wurde. Ihre Forschungen und Ihre Vorlesungen, die Sie erhalten, drehen sich um die Frage, wie Feminismus mit Rassismus und anderen sozialen Benachteiligungen zusammenhängt. Wird das hier anders diskutiert als in Amerika? Is it being discussed here in Germany differently? Wird das hier in Deutschland anders diskutiert? Ich kenne den Stand in den USA nicht. Ich denke mir schon, dass es da wahrscheinlich sicherlich Unterschiede geben muss. Das könnte ich mir vorstellen. So wie in der Snowden-Affäre auch die verschiedene Blicke drauf gehalten werden. Wie sieht man das in den USA? Also,
struggle against racism. Der Kampf gegen den Rassismus hat natürlich eine sehr, sehr lange Geschichte und geht zurück bis in die Zeit der Sklaverei. In den letzten Jahrzehnten haben wir gemerkt, inwiefern die Rassenprobleme und auch das Genderproblem, Klassenprobleme zusammenhängen. Und die Arbeit, die am Cornelia-Goethe-Zentrum für die Studien von Frauen und Gender-Angelegenheiten unternommen werden, ist dieses Bewusstsein, dass viele Dinge zusammenhängen. Und diese Arbeit wird immer mehr an die Öffentlichkeit gebracht. Das heißt, ich werde diese Zusammenhänge weiter erkunden in einem kleinen Seminar, was ich an dem Zentrum halten werde, in 2 Sitzungen. Sie haben sicherlich auch große Hoffnungen gesetzt in Barack Obama. Ist man da vielleicht einem Vorurteil aufgesessen, dass man von einem farbigen Präsidenten mehr erwartet als von einem Weißen? Das wären jetzt auch so Unterschiede, wo man sicherlich verschiedene Erwartungshaltungen hat und wo es eben auch Unterschiede gibt in Deutschland und auch in den USA, in der Blickrichtung, im Blickwinkel. Well, of course the election of Barack Obama natürlich war die Wahl von Barack Obama eine große politische Errungenschaft in der Welt. Zum allerersten Mal in der Geschichte der USA wurde ein farbiger Präsident gewählt. Und viele haben natürlich ihre gesamten Wünsche und Hoffnungen auf diese einzelne Person gesetzt. Und die konnten nicht alle erfüllt werden. Das Problem ist einfach, dass es eine Annahme gibt, dass weil ein Farbiger gewählt wurde, dass das jetzt bedeutet, dass es weniger Rassismus in den USA geben muss. Ein Gefangener in einem Gefängnis hat gesagt, dass es vielleicht einen einzigen Schwarzen im Weißen Haus gibt, aber es gibt Millionen von Schwarzen im großen Haus, Big House, so nennt man das Gefängnis in den USA. Und die Gewalt findet dort weiterhin statt. Und man hat Trayvon Martin den Fall verfolgt. Das war einfach nur ein Fall. Das war die Spitze des Eisberges. Und seit ich hier bin, hatte ich die Gelegenheit, schwarze Aktivisten hier in Deutschland zu treffen. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist eigentlich die Ähnlichkeit in den Fällen. Ich habe von dem Fall Christy Schwundendeck gehört, die getötet wurde von der Polizei in einem Einkaufszentrum. Ich hörte von dem Fall von Uli Jalloh, der auch getötet wurde, und zwar im Gefängnis. Und das ist so beeindruckend, wie ähnlich die Situation ist. Ich habe das eigentlich gar nicht erwartet, dass ich hier die gleichen Probleme in Deutschland antreffe, wie sie auch in den USA schon seit so vielen Jahren haben. Rassismus ist hier in Deutschland, ich würde sagen, in Gesamteuropa natürlich auch ein großes Problem. Lassen Sie uns noch kurz auf den Fall Snowden schauen. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen. Die NSA-Affäre hat unser Weltbild natürlich erschüttert. Das kann man jetzt naiv nennen. Tatsache ist aber, dass eine rote Linie überschritten wurde. Worauf kommt es jetzt an für die Zivilgesellschaft und ihre Rechte? Well, of course, we know that, natürlich wissen wir, dass es Überwachung überall gibt. Es ist ganz interessant zu sehen, dass der Snowden-Fall so viel kontroverse Diskussionen ausgelöst hat, da er Staatsgeheimnisse auf den Tisch gelegt hat. Aber andererseits ist die USA und die Regierung verantwortlich für diese Überwachung auf der ganzen Welt, auch die Überwachung ihrer Kanzlerin. Und darum sollten wir uns wirklich Sorgen machen, wenn es um den Snowden-Fall geht und auch um Julian Assange und Bradley Manning. Noch eine kurze Frage zum Schluss. Wir haben das vorher im Film gesehen, das war sehr eindrücklich. Wir haben Sie gesehen in den USA im Gefängnis, wie Sie diese Millionen von Rosen empfangen haben. Und das war sicherlich auch ein sehr berührender Solidaritätsakt. Hatten Sie nie einen Vorbehalt, dass Sie damit auch instrumentalisiert wurden von der DDR-Regierung?
dass ich instrumentalisiert wurde durch die DDR-Regierung. Naja, wenn das der Fall gewesen wäre, dann glaube ich nicht, dass die Menschen, die mir diese Briefe geschrieben haben, als sie Kinder waren, dass sie heute immer noch darüber sprechen, wie das ihre Welt eröffnet hat, wie sie einen ganz neuen Blick auf etwas gewonnen haben, einen viel weiteren Blick. Ich glaube, dass diese Millionen-Rosen-Kampagne ein Symbol geworden ist für eine Kampagne, die es auf der ganzen Welt gab. Es gab Millionen Menschen auf der Welt, die mich frei sehen wollten. Und ich würde sicherlich nicht hier sitzen, wenn ich hier etwas falsch gemacht hätte oder wenn es falsch gelaufen wäre. Ich bin dankbar. Vor diesen Menschen war das auch bestimmt ein sehr ehrlicher Akt. Frau Davis, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren und alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Danke für dieses Gespräch. Thank you. Vielen Dank.